Willkommen heute zur nächsten Folge von Angeschaut und Ausprobiert und wie gehabt, die Folge beginnt mit der Spielauswahl für diese Folge. Und es wird, oh, da war gerade ein Clicker-Game, Forge of Gods. Okay, in die Suche bei Steam und Spiel installiert. Ein Strategie-MMO. Sieht interessant aus. Also das Spiel hat 207 MB zu installieren und runterladen. 44 MB, ja, das geht doch flott. Das ist doch in 0, nix installiert. So, das Spiel ist installiert und ich werde jetzt direkt ins Spiel gehen. Okay, noch ist keine Musik da, dann lasse ich es erstmal so laufen. Mal schauen, wie das Spiel beginnt. Es gab kaum einen schöneren Platz in der Welt, bis die Titanen uns versklavten. Ich hasse solche Verliese, sie wecken üble Erinnerungen. Wir müssen aber den Helden erwecken, mein Lord. Genau, erweckt mich, ich bin euer Held. Also, um Tippen vorzuschreiten. Gut. Okay, jetzt könnte ich etwas gebrauchen, um die Musik auszuschalten. Tippe auf vorwärts, um deine Kreaturen weiter zu bewegen und besiege alle Gegner. Nur weiter rutschen. Okay, die machen alles automatisch. Alle Kreaturen greifen Gegner vor sich an. Okay, gut. Dann greift mal weiter an. Aber du kannst die gefährlichsten Feinde antippen, um alle deine Kreaturen werden sie angreifen. Ziel gefunden. Vorwärts. Zack, zack, bumm, bang, bang. Okay, die Musik ist wieder aus. Dann kann ich wieder mitlaufen. Eben war sie geradeaus. Na gut. Beende das Tutorial und erhalte tolle Belohnungen. 250.000 Gold, Zutaten zur Heldenentwicklung, werden ja aus dem Ei gebrütet und 50 Edelsteine, mit Sicherheit die Premium-Währung. Willkommen, danke, dass du unser Spiel spielst. Jawohl. Vorwärts. Eine Truhe. Tippe, um zu verwenden. Heilung. Okay, das wirkt auch gleich auf alle. Und einen habe ich noch. Nur noch wenige Schritte bis zum Sieg. Besiege den Boss. Na klar doch. Zack, bang. Ui. Tippen zum Verwenden. Sturm. Okay, das kann ich vorher schon einsammeln. Ach nee, nicht stürmen nach vorne, sondern tatsächlich ein Sturm. Kann ich hier irgendwie Informationen abrufen, wer denn von denen jetzt tatsächlich gefährlich ist? Aber das kann ich noch nicht aufrufen, ist noch nicht in meiner Reichweite. Autsch. Endspurt, durchbreche die Welle und wecke den uralten Helden auf. Was ist das denn für ein Ding? Wutsch, wutsch, wutsch. Antippen zum Zielen. Nochmal Sturm. Und ich hoffe mal, es geht ohne. Das hat die aber ganz schön platt gemacht. Einmal Heilung noch. Und dann auf geht's. Jawoll. Okay, ich muss sie eh nicht selber einsammeln, sammeln eh alles auf. Upp.
Wach auf, Urteil, erfülle dein Schicksal. Wähle deinen Helden. Du kannst deinen Helden später jederzeit wechseln. Okay. Ada, der Feuergeborene, schadet beim Angriff allen Gegnern um das Ziel. Prinz Wald steht Leben beim Angriff. Graugt der Brecher, verbindet Bestien, können Doppelter angreifen. Trifft zwei Feinde in einer Linie und schadet beim Angriff allen Gegnern um das Ziel. Na dann wähle ich mal wieder den Magier. Wer hat mich erweckt aus dem ewigen Schlaf? Was ist los? Geh und finde deinen Weg, Held. Wir treffen dich in den Hallen von Astarta. Und Gott sei Dank, ihr seid keine Dämonen. Die Höhle ist voll von ihnen. Wer bist du und was machst du hier? Darf ein Mädchen keine Geheimnisse haben? Ich heiße Cassandra, wie passend, und ich möchte endlich raus aus dieser Gruft. Na dann geh doch. Meine Magie kann heilen, scheint, als ob wir uns gegenseitig helfen könnten. Nun gut, willkommen in meiner Truppe. Okay. Das heißt, ich kann einzelnen... Zack. Nix am Wegrand stehen lassen, alles mitnehmen. Vorwärts. Ah, eine Schatzkuh. Ich kann immer nur ein Ziel anwählen. Zack, zack, zack. Peng, peng, peng. Eine Verrüstung. Oder erstmal den Gefährlichen dort ausschalten. Ah, die heilt gleich automatisch. Sehr schön. Ui. Nein, noch nicht. Okay. Gut, Premium kostet extra. Level up. Okay, meine drei Helden. Bonus für Premium. Kriegen auch wieder mehr XP. Und gut. Knochen... Kochende Hölle beim Angriff. Trifft zusätzlich allen Gegnern um das Ziel und fügt ihnen 30% Schaden zu. Ah, okay. Trefferpunkte. Angriff maximal 930, maximal 972. Zumindest aktuelles Level wahrscheinlich. Mensch, Fernkämpfer. Regeneration 15 Lebenspunkte, die pro Zug geheilt werden. Okay. 90 Erfahrung bis zum nächsten Rang. Tippe Schatzkisten an, um sie zu öffnen. Zwei Heiltränke und 10.000 Gold. Gefangene Seelen. Tippe auf die Seelen, um die Kreaturen zu fangen. Tipp. Okay. War jetzt keine große Herausforderung, oder? Okay, das ist das Lager. Wenn du nichts dagegen hast, bleibe ich in unserem Lager und helfe dir in unserer Welt zurechtzukommen. Jetzt bringe ich was? Bababababa. Du bringst mir irgendwas bei. Entwicklung. Genau, mach mal aus den Kreaturen was Stärkeres. Öffne dein Inventar. Alle deine Kreaturen, auch Neugefangene, sind dort. Entwicklung. Ein Wolf. Noch ein Wolf. Und Stufe 2 Wolf. Gut. Evolution. Max Level 15 auf 25. Fähigkeit verbessert, Attribute verbessert. Toll. Jawohl. So, jetzt nochmal zurück zur Einstellung. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht kämpfen. Ich will doch jetzt diesen... Ich möchte auch ganz gerne einfach die Musik im Hintergrund ausschalten. Die Hornisse und der Bogenschütze sind Fernkämpfer, das ist mir schon klar. Und? Deswegen kann ich sie trotzdem ganz gut erledigen.
vorwärts. Okay, das ist mein Weg, bis ich was auch immer erreicht habe. Weiter. Fernkämpfer sind gefährlicher, wenn sie von Wellen geschützt werden, weil ich da nicht so schnell rankomme. Wann kriege ich denn das da eingesammelt? Gut. Ja. Weil sie... Vorwärts. Gut. Das da noch kaputt machen. Kämpfen. Und noch ein Schild. Was mache ich mit dem Schild? So richtig... Was war das jetzt? Aha. 50 Verteidigung. Das heißt, die kann ich dann per Drag and Drop einfach aktivieren. Vorwärts. Bewege deinen Helden nach oben, um die riesengroße Blume anzugreifen. Ah, ich kann die auch jeweils umpositionieren. Gut. Vorwärts. Fang die Seele. Huhu, meine Seele. Vorwärts. Alles eingesammelt. Juhu. Gleich wieder zig Level aufgestiegen. Das wird sich wahrscheinlich nach und nach ändern. Oder die Level gibt es einfach absurd viele. Ja, vorhin habe ich noch dran gedacht. Jetzt aber Stunden-Countdown ein, damit ich nicht wieder zu lange überziehe. Ausgezeichnet. Und dieses Mal habe ich 3 Truhen eingesammelt. Seelenstein. Belebt alle gefallenen Kreaturen wieder. Verwende deine Seelensteine, um eine Kreatur zu beschwören. Werde benötigt, um mächtige Kreaturen zu erwerben. Die Premium-Währung gibt es bisher auch recht häufig. Kann ich alle beide einsammeln? Ja. Gut. Zweimal gewöhnlich. Du kannst ab jetzt Kreaturen beschwören. Verschiedene Gerüfte für Dingsbums und Dingsbums stehen zur Auswahl. Toll. Jetzt zeige ich dir, wie du neue Kreaturen beschwörst. Natürlich tust du das. Also das Zeug und beschwören und dann geht's los. Tippe zum Öffnen. Ach ja. Genau, alles aus dem Ei gepellt. Und wieder ein Wolf. Rubingruft, nur einmal. Beeil dich. Na schön. Ein Löwe. Stufe 3. Okay, jetzt ist die Frage, ja, deswegen habe ich auch so viele Rubine bekommen, damit ich das eine Ding kaufen konnte. Jetzt habe ich nur noch 2. Du hast neue Kreaturen beschworen, finde sie im Inventar und schau sie dir an. Hierher ziehen. Und Entwicklung. Mehr Wölfe. Noch mehr Wölfe. Und wieder 8000 ausgegeben. Und soll ich den Wolf jetzt gleich weiterentwickeln? Habe ja schließlich jetzt schon 2 Level 3 Wölfe. Okay, da brauche ich noch irgendwas anderes dazu. Wahrscheinlich brauche ich 3 Level 2 Wölfe. Gut. So, noch ein Fernkämpfer und die anderen. Rang 3. Okay, das heißt, mehr kann ich noch gar nicht mitnehmen. Okay. Gut, Puzzle-Level. Kurz, gefährlich, taktisch. Okay, na dann mal. Zeig mir, was losgeht. Der Ort ist... wird bekannt, das legendäre Drachenei ist in diesem Wald versteckt. Wir müssen ihn finden und die Macht des Drachen für uns in Anspruch nehmen. Und so hört sich das aktuell an, wenn es regnet und im Hintergrund die Musik spielt. So, aber jetzt geht's ohne Musik weiter und los auf, ja, auf wen eigentlich?
So, die Zäune sind schon mal weg. Und weiter geht's. Ich weiß noch gar nicht, was hier die Herausforderungen sind. So, kann ich den Zaun auch noch mitnehmen? Ja. So, weiter. Die kann ich alle schon einsammeln. Die kann ich noch nicht einsammeln. Das ist noch blockiert. Du wirst das Drachenei niemals bekommen. Es ist ein sehr gefährliches Artefakt. Gefährliche Artefakte sind doch immer die besten. Also, los geht's. Es ist ein Drachenei. Ich bekomme es und damit auch die Kraft des Drachens. Go. Tippe doppelt auf eine Kreatur für detaillierte Informationen. Okay, gut. Und? Achso, ich kann auch hier doppelte Informationen abholen. Ah, sehr schön. Entwicklungsmaterial. Ah, das war das Ei, was vorhin gefehlt hat. Das heißt, da reichen die zwei Wölfe nicht aus, sondern ich muss da noch ein bisschen mehr machen. Oh. Sowas. Da ist echt ein Ei ein Drache draus geschlüpft. Aber jetzt ist es meins. Und der andere ist fast gestorben. Aber ich habe es überlebt. Und der Bogenschütze auch. Das ist natürlich die Frage, was passiert wäre, wenn er gestorben wäre. Ja, da sieht man schon, die anderen haben jetzt nicht mehr so viel XP bekommen. Und es regnet immer noch mächtig. Rang 2, 5 maximale Nahrung. 32 neue Entwicklungen freigeschaltet. Nahrung und Wut wurden aufgefüllt. Okay, das heißt, ich kann wohl nicht so ohne beliebig jedes Level machen. Du hast das Level ohne Verluste geschafft. Nur beim ersten Sieg. Okay, dafür gibt es einen Bonus. So, die beiden Kisten geöffnet. Die Seelen eingesammelt. Dass die extra einmal angeklickt werden müssen. Toll, du hast alle Zutaten, um den Wolf auf Rang 3 zu entwickeln. Jetzt will ich endlich nochmal die Dings einstellen. Hätte ich das mal gleich am Anfang gemacht. Also gut, Wölfe einstellen und entwickeln. Oh, 40.000, da geht ja meine ganze Kohle flöten. Evolution. Level 40. Ja, aber welches Level hat. Achso, das sind jetzt die aktuellen Level. Das heißt, da muss noch ganz schön lange arbeiten, bevor der aufgelevelt werden kann. Gut, dann kann ich den auf jeden Fall aufleveln. Beziehungsweise verstärken. Na gut. Stufe 2, 3 und Stufe 5. Ha, jetzt aber. Okay, Musik aus. Sound auf 50 und dann könnt ihr wieder mithören. Vollbild, ja, das kann alles bleiben. Und soweit ist okay. Endet in 2 Tagen. Anfänger-Bundle. 2,99. So, mal gucken, wie viel hier die Edelsteine. Hier kannst du Edelsteine erwerben und Kreaturen und Gegenstände zu kaufen. Checkout. 4,99 und ja, 9,99 für 300. So, Premium wird mit Rang 5 freigeschaltet. Gegenstände, benutzt Gegenstände, um deine Kreaturen im Kampf zu verstärken. Und 100% Edelsteine nur für einen Tag. Ja, klar. Und das sind die Pakete, wo ich vorhin schon da war. Und das war die Pyramide, die ich vorhin bekommen habe. Du hast nicht genug Seelensteine. Gewinne weitere Kämpfe dafür.
Steingruft, Freundschaftsgruft, Rubingruft, Elite-Rubingruft, Bernsteingruft, Duellgruft und Gildengruft. Na dann, mal gucken, wie weit ich da heute noch komme. Gut, nächster Angriff. So, hier müsste doch jetzt irgendwo mal... So, meine Armee habe ich schon eingestellt. Ich sehe jetzt nur noch nicht, wo ich hier... Schwierigkeitsgrad normal. Da wollte ich jetzt eigentlich noch nicht hin, sondern ich wollte mir noch was anschauen. Okay, das ist noch nicht freigeschaltet. Okay, das ist das nächste Level. Puzzle-Level, kurzgefährlich, taktisch, das habe ich ja schon gespielt. So, keine Kreaturen zum Fangen. Eigentlich immer noch, okay, das sind erst zwei, ein Stern. Dann probiere ich jetzt mal das, oh, empfohlener Rang 8. Und ich bin jetzt Rang 2. Ein Spielerrang. Jeder Rang öffnet neue Möglichkeiten. Erfahrung 0 für den nächsten Rang 200. Na dann lieber hier. Einfach gut kämpfen. Einzelkampf. Da sind starke Zauber hinter dem Berg. Naja, die werden wir schon klein kriegen. Wir müssen ihn umrunden, um sie zu töten. Ach so, kann ich den nicht einfach dran vorbeilaufen? Vorwärts. Da ist ein Wildschwein. Waldbogenschütze, Mensch-Fernkämpfer beim Angriff. Senkt Gegnern Trefferpunkte um 15%. Ah, hier habe ich schon die ganzen... Ne, die sind alle zu kaufen. Okay, der senkt auch Gegner-Trefferpunkte um 15%. Vielleicht sinnvoll, da oben den Wolf hinzusetzen. Neue Kreatur. Beim Angriff stiehlt 4% Verteidigung von Gegnern. Na warte. Du wirst schnell sterben, Mensch. Kann ich nicht einfach mal von hier aus schon mal greifen? Also schon mal einen Angriff starten, ohne dass die gleich eins weiterrutschen müssen. Beim Angriff blendet Gegner, um sie 43% ihrer Angriffe für 3 Runden verfehlen zu lassen. Na super. Das sieht aber nicht so gut aus. Ah, der Löwe ist... Erhöht sich beim Angriff, erhöht Attack um sich bei 50%. Dann sollte ich den mal ein bisschen frühzeitiger erwischen. Okay, noch sieht alles ganz gut aus. Sind noch nicht draufgegangen. Kämpfen. Seele einsammeln. Der sieht aber nicht gut aus. Ah, die bekommen alle eine Verteidigung. Aber da wäre wahrscheinlich Heilung für den im Moment besser. Dann setzen wir den mal dahin. Dem geht es ja noch ganz gut soweit. App. Genau, greifst du mal den Baum an. Ha, der Baum ist fast erledigt. Dafür ist auch mein Dingsbums fast erledigt. Hat er sich jetzt eigentlich erholt? Ja, ich glaube, die kriegen ja auch jede Runde, bekommen die 8 Regenerationen. Gut, also ein bisschen erholen sie sich auf jeden Fall. Aura,
mit 2 Feldern Reichweite erhöht Regeneration verbündeter Tiere um 25%. Wieso kann ich jetzt noch nicht weiter oder das nicht einsammeln? Ist doch nicht notwendig. Ich bin bereit. Schön für dich. Wenn ich den so hinsetze, kann er dann auch weiterlaufen. Na los. Okay, die nächste Pflanze. Trifft beim Angriff 3 Felder in einer Reihe mit 70% des Schadens für jedes weitere Feld. Na super. Ah, sind ja tolle Viecher dabei. Auf jeden Fall hat der Löwe eine gute Regeneration. Okay, die Pflanze, die ist schon fast hinüber. Den sollte ich mal ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Also sobald noch ein Feind irgendwie angrenzend ist, lassen sich die einzelnen Sachen nicht einsammeln. Aber sobald er weg ist, lassen sich die einsammeln. Zumindest was die Schatzkisten angeht. So, dann den Bogenschützen, den da als erstes. Dann halten mich zumindest diese komischen Dinger da nicht auf. Und der will mit mir sprechen. Hilfe, unser Dorf wird angegriffen. Ich eile zur Hilfe. Die Räuber haben den magischen Kasten aus unserem Dorf gestohlen. Gut, dann werden wir den wohl zurückholen. Victory. Okay. Teil 1. Weiter. Und beim ersten Sieg. Saftiges Fleisch. Stellt 15 Nahrung wieder her. Die Frage ist nur, Nahrung wofür? Eine Errungenschaft freigeschaltet. Neues Gold. Tutorial beendet. Tolle Arbeit. Mach weiter so. Sehr schön. Jetzt kriege ich zumindest die versprochene Belohnung. Hier ist deine Einsteigerbelohnung. Beschwöre und entwickle Kreaturen. Aber sicher. Und nochmal 50 Heldenseelen. Du bist unsicher, was du als nächstes tun solltest. Bei den Quests gibt es vielleicht Belohnungen, die du brauchen kannst. Great. Also Belohnung. Beschwöre 2 Kreaturen habe ich schon. Sammle 2500 Gold habe ich auch gemacht. Löse 5 tägliche Quests. Okay, mal schauen. Bestehe 12 Kampagnenlevel. 8 Kreaturen. 10 Kreaturen. Entwickle und beschwöre. Okay. So. Im Shop gibt es irgendetwas für mich, was da angezeigt wird. Dann wird mit 5 freigeschaltet und Gegenstände. Saftiges Fleisch. Yum, yum, yum. Das ist mein Schatz. Okay. Ein Portal. Kapitel 3, die düsteren Lande. Kapitel 4, 5, 6, 7. Teil 8, die Tempel der Wüste. Und der Rest kommt noch. Okay, es ist also noch weiter in Erweiterung, dass es neue Sachen geben soll. Okay, wo ist denn jetzt dieser neue Shop-Eintrag, der dort irgendwie auftauchen sollte? Weil wenn, dann musst du mir irgendwie anzeigen, was davon neu ist. Na gut. Also, 3 neue Kreaturen. Kann ich irgendeine platzieren? Und was ist das da? Regenbogenei. Entwicklungsmaterial wird verwendet, um andere Kreaturen zu entwickeln. Stärke 7. Das werde ich dann wahrscheinlich, Fundorte nirgends, nutzen. Zusatzkreatur. Aha. Level up. Zutaten aufleveln. Was? Aber es geht noch nicht und so richtig funktioniert das noch nicht. Beschwören kann ich aktuell auch noch nichts.
Was sind das da oben eigentlich? Sofort erweitern, hohe Chance, Verräter 4, der Wächter nutzen, vergleichen und Maximum. Ja, das ist dann doch wieder so ähnlich wie bei einem Sammelkartenspiel, auch wenn man hier keine Karten sammelt, sondern das irgendwie alles ein bisschen anders aussieht. Defense, Armor, Power. So, aber da die jetzt alle schwächer sind, entwickeln kann ich ja von denen auch keine. Kann ich die Zutat aufleveln? Dann müsste ja der erstmal Level ab. So ganz verstehe ich es nicht. 100 Ang für alle deine Kreaturen. Sammle Kreaturen, enthalte Boni auf Attribute und neue Fähigkeiten für alle deine Kreaturen. Vistarium. In der wilden Jagd. Azula, der Rudel, heulende Rudelführer. Bogenschützen. So, verfügbar sind aktuell keine und vollendet habe ich auch noch keine. Den kann ich wahrscheinlich auch nicht aufwickeln. Oh, was ist denn das alles? Ein lila Schleim, um eine Kreatur zu entwickeln. Schwarzroter Frosch, auch verwendet, um Kreaturen zu entwickeln. Und das ist Wolak, der Kannibale. Okay, das heißt, das ist alles zum Entwickeln und der da ist zum Level Up. Aber es funktioniert so. Also der muss mindestens Rang 15 erreicht haben. Oder ich muss Rang 15 erreicht haben. Naja, dann mal schauen, wie es jetzt hier mit den Quest weiterging. Also weiter in der Kampagne. 21% Elite-Chance und gute Chance auf die ganzen Viecher da. Naja, dann schauen wir mal. Vor allem, wie schwierig das auch ist. Ich habe es jetzt immer noch nicht gesehen, wo hier irgendwelche Zutaten verbraucht wurden. Aber jetzt sehe ich dann vielleicht auch, wie viel Geld ich einsammeln kann. Ui, gleich geblendet, das blöde Vieh. So, dann gehen wir da gleich mal weiter, damit ich den Baum umlaufe. Hey, eine Schriftrolle. Und ein bisschen Armor. 50 Verteidigung. So, weiter. Vorwärts. Ich weiß gar nicht, was das hier hinten eigentlich von den Darstellungssachen ist. Okay, das hier wird nicht richtig aktualisiert, deswegen kommt das dann so komisch verzogen rüber. Dann greift doch da nochmal den Baum an. Ja, dann gibt es auch nochmal extra ein paar Mäuse, Knete, Zaster. Da sind Spinnen im Feld. Ah, okay, das Gras kann ich gar nicht angreifen. Dann kommt wieder runter und greift als nächstes die Spinne an. Da ist noch so ein Vieh. Okay, Spinne und das Ding. Kann ich das ja schon einsammeln? Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das da oben? Weil reinsetzen kann ich da keinen. Bin ich mal gespannt, ob da noch irgendwas liegt. Aber wahrscheinlich war da einfach eine Kiste oder sowas. So, mit der Positionierung ist es noch ein bisschen schwierig, das richtige Feld zu treffen. 500 Bonus. Ah, da kommt schon der nächste Quest-Mensch. Aber das scheint eher der Räuber zu sein.
Scheint, ich habe mir den Fuß verrenkt. Die Räuber sind in ihrem... Ach nee, das ist dann der Sheriff oder irgendwas, der denen gefolgt ist. Victory. Ja, und ich habe jetzt die Aufgabe, das die dritte Stufe dort zu machen. Gut. So. Und eine Schriftrolle. Sammle für Belohnung Fernkämpfer 9 an... was auch immer das sind. Ausgezeichnet. Ein Geisterbogen. Hier kann ich jetzt nichts weitermachen. So, das sind die Kreaturen, die ich eingesammelt habe. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwann begrenzt ist. Ah, habe ich jetzt erst gesehen, dass die Elite sind. Was auch immer das dann bedeutet. So, habe ich hier irgendwas Neues erfüllt. Haupt. Entwickle eine Kreatur, Hauptquest, spiele für einen Tag, habe ich heute erledigt. Verwende ein Eisenschild, habe ich auch schon gemacht. Bewältige das Level die Jagd, gut. Entwickle eine Dreierkreatur. Einfache Quest, 3 Minuten. Okay, ich schließe innerhalb von 3 Minuten eine einfache Quest ab, nehme ich mal an. Oh nein, die muss ich jetzt schnell abschließen. Löse 5 Hauptquests, bestehe 12 weitere und dann jetzt vorwärts. So, vorwärts. Wir müssen in 3 Minuten die Quest abschließen. Vorwärts. So, alles unser. Vorwärts. Moment, da ist doch gerade einer draufgegangen. Wo ist mein Wolf hin? Mein Wolf ist gestorben. Blende Gegner in Angriff, 20 Angriffspunkte verfehlen zu lassen. Okay, da ist wieder so eine blöde Spinne. So, einmal den Wolf. Oh, das ist nicht gut. Einmal bitte den da oben angreifen. Okay, der Pilz ist weg. Der andere bekommt jetzt einen Angriffsbonus. Vorwärts. Jetzt kriege ich diesen komischen Frosch dazu. Okay, weiter. Ah ja. Bin mir sicher, ob alles eingesammelt wird, wenn ich, okay, Finalkampf, wenn ich da einfach nur dran vorbeilaufe. Vorwärts, da kommt die Spinne und da ist dieser Superboss. Einmal Angriff, was bringt denn der? Ah, nicht auslösen. Ihr Götter, ein gigantischer untoter Wolf, so etwas habe ich noch nie gesehen. Gehen wir mal da oben rum, damit auf jeden Fall die Spinne gleich wegkommt. Und dann ab nach da unten. Und als nächstes bitte die Spinne angreifen. Und dann natürlich den da. Gut, im Moment mit der Heilung sieht es noch ganz gut aus. Ich bekomme an 40 kritischen Schaden zu. Oh, mein armer Wolf. Einmal Heilung. Verwende 2 Heiltränke. Okay, jetzt hat er den Löwen gekillt. Das heißt natürlich, ich gewinne dann aber auch die Runde nicht, ohne eine Einheit zu verlieren. Aber ich habe ja eh schon die andere Einheit verloren. Kann ich alles schon einsammeln, ist nicht mehr blockiert. Hier die Rune auf eine deiner Kreaturen, um sie zu verstärken. Welche Rune denn? Okay. Ah, dann da oben noch. Muss auch noch gekillt werden. Dann erstmal den Baum.
und das andere auch. Das war's. Okay. Ui, habe ich jetzt nicht ohne Verluste geschafft. Aber die anderen kommen hoffentlich dann gleich wieder. Oder muss ich die irgendwie wiederbeleben? Neue Stufe, Rang 3. Drei neue Entwicklungen freigeschaltet. Nahrung und Wut wurden aufgegeben. Ich weiß immer noch gar nicht, wo die Nahrung und Wut überhaupt auftauchen. Versuche dein Glück. Öffne die Schatzkiste, um starke Kreaturen zu erhalten. Okay, was muss ich jetzt machen? Ich muss dafür 10 Diamanten ausgeben. Ist doch ein Scherz, oder? Das ist wieder so dieses... Ach, die können auch ausweichen. Okay, interessant. 100-fache Fangchance. Okay, was auch immer das Ding jetzt war. Wahrscheinlich auch wieder ein Bonus-Item. Also so langsam kommen hier jetzt so neue Item und Funktionen dazu, die dann deutlich machen, ganz so einfach ist es nicht. Es hat schon seine Hürden und Tücken. Du kannst jetzt unnötige Kreaturen verkaufen, wenn du Gold zum Opfern oder Entwickeln benötigst. Ja, prima. Ich stehe jetzt 12 Kampagnen-Level. Okay, jetzt bekomme ich hier eine Belohnung. Danke, dass du unser Spiel spielst. Ich bekomme wieder 50 Diamanten dazu. Events. Einsteigerpaket. Endet in 2 Tagen. Gut, das habe ich ja schon gesehen. Inventarangebot. Inventarplätze zum halben Preis. Na, prima. Großer Rabatt auf Edelsteine. Das stand vorhin auch schon da. Und Rabatt auf Gegenstände. So, das sind ja die ganzen Geschichten, die hier rumflirren. Das sind dann vor allen Dingen hier, dass ich hier diese 40er oder Rubingruft 5-mal bekommen kann. Ja, die 125er kann ich mir sogar fast leisten, aber habe ich jetzt aktuell ganz sicher nicht vor. So, aber 2 neue kann ich beschwören, weil ich habe jetzt diese Pyramiden bekommen. Okay, ich habe jetzt 8 Kreaturen beschworen. Ne, 8 soll ich noch, 4 habe ich jetzt beschworen. Gut, soweit. Dann gilt es hier mal nachzugucken, was hier jetzt so alles aufgekreuzt ist. Und ich habe einen neuen Fernkämpferplatz. Was ist das denn? Die Freundschaftsgruft ist blockiert. Aha. Was auch immer das bedeutet. Und das sind die Kisten, die ich dann noch unter Investition von 10 Diamanten öffnen muss. Und das sind die neuen Einheiten Spinne. Spinne war doch auch ein Fernkämpfer. Kann ich die doch jetzt schon mal dazu nehmen? Entwickeln? Kann ich irgendeine Einheit entwickeln? Sieht mir jetzt nicht danach aus. Der Löwe ist an der Stelle eigentlich ziemlich sinnlos. So, von denen habe ich 7. Oder was? Ne, die sind Stufe 7. Benötigt Rang 5. Also, nein, also Level 7 ist er aktuell und Stärke 3. Fundorte beschwören, geringe Chance Verräter, Teil 1. Da kann ich den dann auch finden. Was gibt es hier Neues? Entwickle 10 Kreaturen, das habe ich alles noch. Ah, die Hauptmission. Einfache Quest in 3 Minuten, habe ich abgeschlossen, hat geklappt. Spieler Rang 3 erreicht und löse 5 Hauptquests. Spiele für 2 Tage. Okay, das ist... ja, da muss ich dann noch einen anderen Tag das Spiel starten. Entwickle deinen Helden. Öffnen. Oder vielmehr deine Helden. So, von denen habe ich tatsächlich 2. Aber ich kann sie nicht entwickeln, weil ich dafür Rang 2 brauche. Echt so ein Käse. So, hier. Gut, den kann ich entwickeln. Gut, 15 auf 25. Und das hat dann den Fortschritt. So, das heißt, von denen habe ich 3. Die kann ich aber... Wieso blinkt das, wenn ich die sowieso noch nicht entwickeln kann? Du bräuchtest doch jetzt auch nicht zu blinken. Aber vor allem, was macht der hier? Das heißt, der klickt das dann... Alles automatisch. Okay, den Helden, kann ich den jetzt entwickeln? Ich habe doch das Ei. Zutaten aufleveln.
brauche ich den noch zweimal? Ich weiß es nicht. Oder vielmehr, ich muss erst Stufe 7 erreichen. So, hier kann ich die Helden wechseln. Da kann ich ja einzelne Figuren vergleichen. Okay. Ist alles ein bisschen umständlich. Und vor allem kann ich mein Inventar hier auch nicht sonderlich sortieren. Und ja, die große Frage ist dann, wenn das Zeug tatsächlich alles voll ist. So, was brauche ich jetzt für den? Für den brauche ich einmal den Schleim. Okay, das heißt, so ist er dann drin und dann brauche ich noch einen Pilz. So, jetzt ist die Frage, wo ich den Pilz finde. Okay, das ist noch nicht freigeschaltet, die Sonne, sonnige Lichtung. Das heißt, das kommt eh noch nicht in Frage. Okay, hier kann ich die verschiedenen Sachen direkt durchschalten. Erbrechen, zurück. Also, warum blinkt ihr noch? Nutzen. Zusatzkreatur, Adar der Glühende. Zutaten aufleveln. Okay, also der da muss erst auf Stufe 7, bevor ich den da irgendwie benutzen kann. Okay, 358.000 habe ich aktuell. Dann gilt es mal, die nächsten Quests anzugucken. So, 5 tägliche Quests. 12 Kampagnenlevel, 8 Kreaturen und 10 Kreaturen entwickeln. Was ist das hier noch? Diese 5 tägliche, das sind die aktuellen. Achso, die epischen sind noch nicht freigeschaltet. Und hier ist noch irgendwas neu. Öffnen, starten. Einfache Quest in 12 Minuten. 6000. Gut, dann starte ich jetzt mal die nächste Quest und hoffe, dass ich da das schaffe. Wobei, ich würde ganz gerne hier nochmal am Anfang das Ganze, wenn ihr den Kampf, um eine tolle Belohnung zu erhalten. Gut, hier bekomme ich nur noch XP, das lohnt sich also nicht. Dafür kann ich hier aber noch Kisten bekommen. Okay, das ist aber dann noch hart. Hier das gleiche, Schwierigkeiten normal empfohlen. Da bekomme ich noch gute Chance auf diese verschiedenen Viecher. Das wird dann automatisch ausgewürfelt. Und heroisch ist noch zu schwierig. Na gut, dann. Ach, die Dinger kann ich direkt einsammeln. Ist ja cool. Das heißt, das Zeug, was hier auf der Karte rumliegt, kann ich einsammeln. Dann kann ich ja hier noch ein paar beschwören, oder? Ich habe doch, das war noch jetzt auch so eine komische Pyramide. Gegenstände. Gut, die habe ich jetzt einmal. Saftiges Fleisch habe ich auch einmal, aber das andere ist jetzt nicht da. Okay, hier habe ich diese komische Kamera vorhin verwendet. Und ein Zeitbeschleuniger. Ermöglicht Automodus im Kämpfen. Fängt alle Seelen mit einer 100% Chance. Ja, das habe ich ja gerade vorhin schon gesehen, wo ich dann die anderen doch noch bekommen habe. Das ist lustig, das heißt, man kann die im Spiel direkt einsammeln. Und hat aber noch keine Garantie, dass man die Viecher wirklich bekommt. Okay, nicht so viel Rumgequatsche, erstmal weiterspielen. So, jetzt ein bisschen besser auf. Ah, meine Spinne ist auch mit dabei. Gut, dann mal hier den ersten Angriff machen. So, den da. So, das ist auf jeden Fall kein Ziel. So, dann den da als nächstes. Im Moment alle noch recht einfach. Gut, wenn ich die jetzt nach oben setze, dann können die anderen wenigstens angreifen. Du bist doch eigentlich ein Fernkämpfer.
Kannst du drei Felder angreifen? Angriff für zwei Runden verfehlen lassen. So, letzte Kiste. Okay, weiter. Ein bisschen Umstände können auch vielleicht automatisch weiterlaufen. Auf jeden Fall kommt hier jetzt dieser komische Pilz. Trifft zusätzlich alle Gegner um das Ziel und fügt ihnen 25% Schaden zu. Wie viel Schaden fügst du denn zu? 136. Okay, wieder die Pflanze da oben. Gut, dann kann ich jetzt den Baum noch mitnehmen. Die bewegen sich natürlich auch stückchenweise vorwärts. Auf jeden Fall nur nicht auf das Gold verzichten. Autsch, mein armer Wolfi. Da waren sie hinüber. So, da werden jetzt die ganzen Bäume automatisch mitgenommen. Und da waren wieder solche Boni mit drin. So, mal schauen, inwieweit die jetzt an der richtigen Stelle sein müssen, damit die da auch geheilt werden. Okay, sind alle geheilt worden. So, wie viel Regeneration hat der? Nur 9. Und Geschwindigkeit ist reduziert. Dann nehme ich den mal nach oben, damit die dort ausreichend angreifen können. Bei einem Angriffen 20% Chance auszuweichen. Nicht geschafft auszuweichen. Ah, so kann ich das machen. Sehr schön. Ansonsten ist einfach derjenige, der drüber läuft, wahrscheinlich derjenige, der das auch bekommt. So, jetzt nochmal Heilung. So, zwei Heiltranks verwendet, gleich ein Bonus dafür. Aber dann auch hier weiter nach oben. Ah, okay, wenn das so grün aufleuchtet, dann kann ich das Feld auch treffen. Kommt schon. So, weiter. Ah! Jetzt hat er gleich meinen Löwen getötet. Ja, der scheint nicht so viel auszuhalten. Oh, meine Spinne ist auch gleich hinüber. Sollte ich mal ein bisschen woanders hinsetzen. Wobei, es macht wahrscheinlich wenig Unterschied, wo die jetzt tatsächlich stehen. Gehen sie schon nach unten, aber sehr schön, da sind jetzt die meisten schon drauf gegangen. Oh, es gibt auch wieder Diamanten. Ui. Was ist das? Plus 10 Gesundheit. Heißt das, dass es 10 mehr Regeneration bekommt? Hat wahrscheinlich mehrere Auswirkungen. So, dann hier mal weiter. So, den komischen Pilz da erwischen. Boah, mein Löwe ist jetzt schon fast draufgegangen. Ja, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gelesen. Was sind jetzt die 19% da oben? So, okay. Den Löwen nach da unten. Ja, das müsste natürlich nicht angreifen, sondern eher den da hinten. So, vorwärts. Okay.
So, Heilung für den Löwen. Baum angreifen. Und den Baum auch angreifen. Gibt immerhin Kohle. Aber wieso hat er jetzt eigentlich sich so komisch verletzt dabei? Gut, dann weiter. Bleib stehen, ich weiß, dass ihr den magischen Kasten gestohlen habt. Genau, wir sind jetzt den Banditen hinterher. Auftraggeber. Naja, es gibt immer Hintermänner, ist doch logisch. Victory. Gut. Ausgezeichnet. So, die ganzen Kästen wieder. Da steht ein Dolch. Und den kann ich dann für die einzelnen Tiere ausrüsten. Da muss ich echt nochmal gucken, wie das genau funktioniert. Aber ich habe jetzt noch gar kein Inventar für die gesehen. Anfangen. Okay, alle eingefangen. So, bewältigt. Annehmen. Was ist das? Endet in 5 Tagen. Achso, das ist ja, einfach die tägliche Anmeldebelohnung. Genau, da stand es gerade wieder. Spiele für 2 Tage, Spiele für 3 Tage, 1 Tag left. Genau, das heißt, ich muss dann noch das andere machen. Und in 10 Stunden kriege ich wahrscheinlich hier irgendeine Kiste. So, 2 Halbtranks, das war schon. Und Verrat bewältigt. Jetzt ist natürlich die Frage, die 12 Minuten laufen wahrscheinlich noch. Oder wo sind denn die 12 Minuten da? Fast abgelaufen. Da habe ich die Quest jetzt natürlich noch nicht abgeschlossen. Da sollte ich dann nochmal eine andere Quest machen. Ah, ich habe noch neue Armeeteile. So, was hat es damit auf sich? Du hast Seelensteine. Begib dich zu Gruften und erhalte freie Kreaturen. So, diese Freundschaftsgruft ist blockiert. Das heißt, die wird von Freunden aufgeschlossen werden. Rubinenseelenstein erlaubt es dir, Kreaturen in der Rubingruft mit Rabatt zu beschwören. Grüfte. Nee, das war doch vorhin auch schon 20. Beeile dich auf. Auf, beeile dich, oder was? Rubingruft. Okay, also so ganz verstehe ich es immer noch nicht. So, die eine könnte ich direkt einlösen. Das kann ich an der Stelle machen. Und bekomme so ein komisches, was auch immer. Ein Fechter. Und der Fechter hatte doch vorhin auch die Möglichkeit, diese komische Waffe zu verwenden. Aber hier kann ich keine Sachen einstellen. Beschwören. Ja, das ist das, dass ich noch 3 beschwören kann. Bis Rang 4 Rubinguft. Okay, den habe ich neu dazu bekommen. Und entwickeln. Die blinken jetzt golden, warum auch immer. Heißt das, dass ich die auf jeden Fall erweitern kann? Okay, vielleicht ist Gold einfach nur die Möglichkeit, dass es sich erweitern lässt. Und das andere, die hier ist es sogar grün. Also dieser komische Zwerg war doch irgendwie bei dem Wolf relevant. Ach. Entwickeln. Dann bin ich schon entwickeln. So, der nicht. Da braucht es den Wolf noch. Wo hat denn der jetzt eine Rolle gespielt? Okay, das heißt, von dem brauche ich noch einen weiteren. Okay, da kann ich auch die Zutaten aufleveln. So, wenn ich den brauchte, aber weiß ich immer noch nicht, wie ich mich selber auf die Stufe hochbringe.
Aber ich habe irgendwelche Sets abgeschlossen. Ah ja, weil ich den jetzt bekommen habe. Das ist der Runendolch. Der war doch vorhin auf dieser Schriftrolle. So, verfügbar, vollendet. Vistarium. 19 von 674. Ja, Wahnsinn. Okay, und 10 sind verfügbar, weil die werden aktuell gesammelt. Ja, den Geisterboom habe ich vorhin auch. Ah, ich muss dies. Okay, das heißt, ich brauche erst die Scroll, dann muss ich diese Einheiten finden und wenn ich die Einheiten gefunden habe, dann kriege ich erst den eigentlichen Bonus. Das heißt, Held plus 2, Fernkämpfer plus 9. Okay, das heißt, auch jedes Mal wahrscheinlich, wenn ich diese Scroll finde, kann ich diesen Bonus erneut hoffentlich entwickeln. Das macht das Ganze natürlich um noch einiges komplexer. So, hier ist ein Plus daneben. Das heißt, hat er jetzt einen Bonus. Elite. Ah, das ist das Plus von dem Elite vorhin. So, jetzt müsste ich aber nochmal gucken, was ich jetzt hier eigentlich so für Einheiten habe. Weil der hat jetzt 827 und 584 Schaden. So, die hat natürlich kaum irgendwie Trefferpunkte und noch 177 Angriff. 325 Angriff. So, der ist schon ganz ordentlich mit 1200. 350 und 946 und ich habe 750. So, mal gucken, was jetzt hier so die alle haben. Okay, 646 zu... Das werde ich auf jeden Fall dann mal ändern. Dass der 646er da auf jeden Fall noch mit reinkommt. Und der hat auch 243 zu 300, also deutlich besser als die Spinne, auch wenn sie ein Elite ist. Moment, jetzt hat die 230. Du hattest jetzt 300, aber auf jeden Fall trotzdem mehr. Sind das jetzt eigentlich Boni, die er bekommt, weil er hier drin steht? Ne, da bekommt er keine Boni. So, was ist das hier noch für einer? Der kann heilen. Stellt bei verbindeten Lebenspunkten wieder her. Na, das ist doch mal ein Ding. Dann nehmen wir den doch auf jeden Fall auch mit rein. So, 262, das ist zweimal das gleiche. Ne. Okay, der ist Level 125, der ist schon Level 7. Deswegen ist er schon ein bisschen kräftiger. Kann ich schon ein neues Feld belegen? Ne. Dann nehmen wir doch jetzt mal noch einen Defense mit rein. So, um den ging es noch. Trefferpunkte und einen Nahkämpfer. Wieso kann ich die eigentlich nicht entwickeln? So. Okay, da brauche ich wieder den Rang 4 für. Und die kann ich auch noch nicht entwickeln. Ah, genau, da bräuchte ich diese Geschichten. Und der muss noch aufgelevelt werden, der reicht noch nicht. Der würde schon ausreichend sein. Aber die müssen auch noch aufgelevelt werden. Das heißt, die müssen erst noch benutzt werden, bevor ich die dann tatsächlich zusammenfügen kann. Das ist alles ein bisschen intransparent, aber ich glaube, so langsam kriege ich dafür ein, oder so langsam verstehe ich, wie das Ganze läuft. Dass sie halt dann doch in den Missionen aufgelevelt werden müssen. Und wahrscheinlich dieser Inventarplatz nachher ziemlich eng wird. Was sagt denn die Beam? 18. Okay, die senkt die Trefferpunkte. Macht im Endeffekt ziemlich wenig Schaden, hat aber 700 Trefferpunkte. So, also den Löwen mit 1200 lasse ich auf jeden Fall drin. Verteidigung ist auch ganz. Oh, Verteidigung 921. So, dann ist Bus eben eigentlich der Wolf. Ob es für den sinnvoll ist, den auszutauschen, aber ich habe jetzt eh keine wirklich starken Helden. 900
1900. Bei den Gegnern Nahkampf, um die 20% die Angriffe für 2 Runden verfehlen zu lassen. Ja, das wäre dann die Frage, ob man den dann reinnimmt. Ist die Army Power zwar niedriger, aber vielleicht trotzdem effektiver. Der ist schon Stufe 2 hier. 600 und 500. Gesundheit 57. 48, Regeneration 8. Ach na gut, dann lassen wir halt den Wolf drin. Ist aktuell noch nicht allzu viel. Ja, hier wird irgendwie nicht so richtig angezeigt, dass ich hier wirklich die Rubinhof in der Form nutzen kann. Aber dann probiere ich mal das jetzt einmal aus. Beschwöre 3 Kreaturen. Ist auch Elite. Maximal 34%. Und ist jetzt einer weniger. Ja, zumindest das ist passiert. Und sie hat 1200 und 1400. Dann habe ich auf jeden Fall jemanden, der den Löwen austauscht. Und Nahkämpfer ist sie auf jeden Fall. Steht das eigentlich irgendwo? 9000, maximal 2000 Schaden mit jeder Attacke. Bestien, Angreifer, Elite. Was liegt bei mir mit dem Sternchen? Ach ja, das ist so viel Information, die erstmal nachzuvollziehen sind, um dann die Mechaniken doch ein bisschen besser nutzen zu können. Da ist eine Stunde dann doch immer ziemlich knapp, das alles auszubaldobern. Ey, da ist, kommt gleich so ein Typ vor um die Ecke. So, hoffentlich sind die jetzt ein bisschen stärker, dass die da ordentlich Schaden machen können. Riesige Weide. Regeneration 176. Senkt Gegnergesundheit um 50%. Wenn angegriffen. So, und den da hinten. Das muss ich jetzt nochmal schauen. Für wen wird die Gesundheit letztlich gesenkt? 19 Gesundheit. Ah ja. Ne, das ist Geschwindigkeit. Da hat mich, glaube ich, irgendwas angespuckt von den Viechern. So, mehr Angriffspower. 50 Angriff. 500 Angriff. Aber wie sich das jetzt sofort auswirkt, naja, gucken wir mal weiter. Ha, das war ja ordentlich. So. Plus 10 Gs ist nicht Gesundheit, sondern Geschwindigkeit. So, 112. 147. Warte mal, die hat doch am höchsten mit 1400, hat die die höchste Angriff. Plus die 500, dann mal bei ihr. Mal sehen, wie weit sie dann noch schneller angreifen kann. Ist natürlich super. Ah ja, da ist jetzt natürlich jeder zu praktisch, wenn der dann irgendeinen heilt. Aber ich kann ihm nicht sagen, wen er heilen soll, oder? Wahrscheinlich nicht, aber ich denke mal, er heilt dann denjenigen, der es am meisten braucht. Und dann bekommen alle nochmal 100 Heilung. Okay, da ist dann die nächste. Ah, jetzt ist, passt auch die Darstellung hier hinten. Jetzt ist das hier hinten nicht mehr so abgeschnitten oder kaputt. Also was genau machst du? Senk Geschwindigkeit um 50%. Okay, dann ist es tatsächlich dass das daran liegt. Gut, dann sollte ich vielleicht die Dinger tatsächlich nicht unbedingt am Anfang angreifen. Haben die eigentlich noch von anderen Angriffen dort was abbekommen? Der hat auch minus 5.
Gut, der da muss angegriffen werden. Aura mit zwei Feldern Reichweite erhöht Verteidigung verbündeter Menschen um 25%. Dann sollte ich vielleicht den zuerst angreifen. Haben sie jetzt trotzdem gleich da hinten gemacht. Okay. Was ist das jetzt? Plus 50 Angriff. Ist der eine jetzt gestorben? Schade. So, 50 Angriff. Dann ist es wieder auf dich da oben. Vorwärts. Okay, mitnehmen will ich den schon noch. Banditenlager. Also ihr habt es gehört, die Zeit ist um und ja, aber ich werde jetzt die Reihe auf jeden Fall noch zu Ende spielen. Oh, da ist schon wieder so ein slimy gelb-orange-blosch Entwicklungsmaterial. Naja, schauen wir mal, dass ich hier irgendwie durchkomme. Da kommen schon die ersten angelaufen. Gleich mal wieder den Löwen. Dann hat er wieder nur noch minus 46 Abzug. Eine Heilung für den Löwen. 12 Regeneration. Das heißt, dann heilt er 14 plus die 12 dazu. Ja, das ist schon ziemlich schwierig, wenn tatsächlich hier um 18% die TPs gesenkt werden. So nach dem Motto, eine giftige Kröte, die dann alle halb umbringt. Oder beziehungsweise die gebissen wurde, weil das ist ja dann auch nochmal. Das heißt, wenn ich sie angreife, erhalte ich schon den Schaden. Die kann ich auf jeden Fall schon mal mitnehmen. So, das sind auch noch verschiedene Sachen, die ich dazu holen kann. Finalkampf. Was, du bist noch am Leben? Ja, klar. Mein Herr, Faust, der König der Toten Lande, sagt, du wurdest nur kurzfristig belebt. Ach ja, er hat mich für den Kasten in seine Reihen aufgenommen. Ihr sterbt jetzt. Aura mit einem Feld Reifeld erhöht Attack der Menschen. Ah ja, dann wieder weiter geht's. Oh, mein Löwe ist schon hinüber. Hoffentlich hält sie länger aus. Und Angriff nochmal bei ihr. Das heißt, sie hat inzwischen 6. Jetzt ist natürlich die Frage, ob... Okay, der Angriff ist sowieso auf 1400 gesenkt worden. Aber ob das dann tatsächlich gedeckelt ist. Weil irgendwie lässt sich ja das auch immer schwer dann zuordnen. So, kämpfen. Gut. Dann jetzt die nächsten. Und da hinten warten schon irgendwelche Schattenkrieger. So, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen Heilung. Ja, 175 bringt hier jetzt echt überhaupt nichts. Menschlicher Schatten. Opfere diese Kreatur für 240.000 Erfahrungspunkte. Beim Opfern. Okay. Hat aber so gut wie sonst gar nichts. Das heißt, das ist eher dafür, dass ich dann schnell aufsteigen kann. Ich will nicht sterben, wir müssen Faust finden. Und beim Opfern diese Kreaturen für Erfahrungspunkte. So, was hat das dann? Wenn angegriffen, senkt Gegner Verteidigung um 50%. Das heißt, man sollte echt diese komischen Dinger nicht angreifen. Unglaublich. Ja, bitte noch mehr heilen. Cool, zwei Optionen auf Schatten, weil noch sind sie ja nicht sicher, dass ich die auch bekomme. So,
das war's. Verräter Teil 2 abgeschlossen. Okay. So, wieder die ganzen Schatzkisten. Da ist was zum Wiederbeleben. Gut, das heißt, ich bekomme jetzt eine neue Scroll, wo ich die alle sammeln muss. Und da ich sie schon habe, kann ich die doch eigentlich gleich aktivieren. Sammeln. Okay, mal gucken. Ah, habe ich alle bekommen. Oder werden dafür automatisch meine diese Kameras ausgenutzt? Opferung, hier kannst du nutzlose Kreaturen opfern, Wesen, um andere auf ein höheres Leben. Toll. Du hast die Opfern von Kreaturen freigeschaltet. Das ist dann jetzt das nächste. So, neuer Spielerrang. Opfer schwache Kreatur, um einer starken Kreatur Erfahrung hinzuzufügen. Ja, das sind dann auch noch diese Verschmelzungsmechanismen, die natürlich auch bei Trading Card Games letztlich vorkommen. Am schnellsten erhalten deine Kreaturen EP durch Opfertippe deine Helden an, um ihnen. So, das heißt, ich kann jetzt meinen Helden wahrscheinlich auf die passende Stufe bringen. Gut, da ist jetzt wieder das Ding abgeschnitten. Da passt die Lokalisierung nicht ganz optimal. So, also 41.000. Okay, opfern. 50% aufgestiegen. Maximiere 3 Kreaturenlevel. Oh, plus 15, 16, 20, 30. Okay, das heißt, der hat jetzt sein Maximallevel erreicht. Und das bedeutet, wenn die Kreatur das Opfer erhält. Opfer sind da. Ja, und welche soll ich da jetzt nehmen? Ich habe überhaupt nicht vor, die alle. Wieso kann ich denn nicht die da nehmen? Wähle die Kreatur. Okay, jetzt kann ich die auch. Achso, das war wahrscheinlich einfach genau verschoben. So, wo ist denn meine Süße, die ich da bekommen habe? So, die ist jetzt Level 3 von 40. Erfahrung 3000. Zum Levelaufstieg 118. Ja, klar. Aber lohnt sich das überhaupt, die mit so einem Schatten zu opfern? Und 40.000 kostet das wieder. Mal gucken, ob der dann auch gleich auf Maximallevel kommt. Wäre natürlich sinnvoller, wenn man das vorher ein bisschen genauer sehen würde. Okay, also hier sind schon ziemliche hohe Erfahrungen nötig mit 244.000. Was hat er jetzt eigentlich für Levelstufen erreicht? Ich meine die Boni. So, das heißt, das Maximum ist dann tatsächlich das, was sie sozusagen hier durch ihren Levelaufstieg erreichen kann. Und nicht das, was sie wahrscheinlich im Level direkt bekommt. So, habe ich jetzt eigentlich noch mehr? Ne, das waren jetzt schon. Ja, genau, ich habe ja nur 2 Schatten eingesammelt, das passt soweit. Gut, dann entwickeln. Okay, das mache ich jetzt nicht mehr. Die Sets, genau, das ist das eine. Der Dolch, den ich vorhin wieder gefunden habe. Und das heißt, Menschen behalten 9 zusätzlichen Angriff. Okay. Gut. So, zurück. Jetzt noch die Quest abschließen. So, also 7, von denen ich immer noch nicht weiß, wofür die für die benötigt werden. Dann die einfache Quest habe ich jetzt doch in 12 Minuten abgeschlossen. Dann ist es einfach nur abgelaufen und hat wahrscheinlich hier 30 Minuten. Oder was ist die? Da muss einfach nur die Zeit ablaufen und ich bekomme die dann, oder was? Das heißt, ich muss dafür überhaupt keine Quest erledigen. Ach, sowas. Okay, das ist dann für die nächste Tagesbelohnung. Was ist jetzt hier noch offen? Ah ja, genau, die einfach zu starten. Das heißt, ich muss bloß starten und läuft dann ab und dann bekomme ich das Geld. Okay, sehr lustig.
So, hier fehlen noch ein paar Aufgaben. Aber gut, das soweit. Hier ist ein Portal. Da komme ich aber noch nicht hin. Ja, das werde ich noch versuchen. Ja, also was hier noch fehlt, ist sozusagen die Freischaltung von diesen anderen Funktionen. Aber die werde ich jetzt dann heute nicht mehr ermöglichen können, also nicht mehr ausprobieren können. Aber soweit für den ersten Blick. Ihr könnt ja gerne selber einen Blick ins Spiel werfen und auszuprobieren, inwieweit euch das gefällt. Das passt natürlich ganz gut, dadurch, dass gestern auch ein Sammelkartenspiel letztlich da war und das ist ja letztlich die ähnliche Spielmechanik. Auch wieder ein paar andere Abwandlungen. So vom Ersteindruck macht das auf jeden Fall mehr Spaß, weiterzuspielen, weil es irgendwie kurzweiliger ist in dieser. Ja, in diesen einzelnen Leveln dort, die sind abwechslungsreicher und haben irgendwie mehr zu bieten als nur diese Lanes, wo am Ende dort irgendwelche Kreaturen berufen werden. Aber ja, es ist ein bisschen anders, aber es hat ähnliche Mechaniken wie ein Sammelkartenspiel. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.